So, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe hier mal die Osmoseanlage, die habe ich schon seit 5 Jahren bestimmt und ich habe sie jetzt wirklich lange nicht mehr benutzt, deshalb habe ich sie mal ausgepackt und mal ausgespült, hier ist noch ein bisschen Wasser und ich habe auch leider den Karton nicht mehr, aber ich wollte sie euch eben vorstellen und das Video, was ich damals schon gemacht hatte, nochmal überarbeiten. Da habe ich ja nur mit Texteinfluss gearbeitet und nicht mit Sprache. Deshalb konnte ich nicht genauso erklären, wie ich es jetzt machen würde. Und ich wollte euch mal kurz erklären, wofür ist so eine Osmoseanlage überhaupt, wie zufrieden bin ich mit dem Produkt. Ich habe sie 4 Jahre lang genutzt, habe dementsprechend auch die Kartuschen hier immer ausgetauscht und wie hier auch drauf steht, die Kohlefilter sollte man nach 1 Jahr tauschen und den Feinfilter auch. Und hier drin ist eine Filtermembran drin, die eine Umkehrosmose durchführt. Eine Osmose ist ja eigentlich in dem Sinne eine Diffusion durch eine Membran. Das passiert in der Natur ja auch in Pflanzen zum Beispiel. Und die Stoffe verteilen sich in einer Flüssigkeit immer durch Diffusion und dass ein ausgeglichenes Verhältnis stattfindet oder ausgeglichenes Verhältnis vorhanden ist. Und in dem Fall ist die Umkehrosmose nur möglich, wenn wir Druck haben. Das heißt, bei normalem Leitungswasser sollte man einen Druck von etwa 3 Bar haben bis 4 Bar, dann funktioniert die Osmose. Desto höher die Temperatur, desto einfacher ist es, desto mehr Osmosewasser bekommt man aus dem Leitungswasser heraus. Bei kaltem Wasser bekommt man im Verhältnis weniger Osmosewasser raus als bei warmem, wie gesagt. Das Wasser kommt einmal hier durch diesen Schlauch, hier unten durch, hier rein, geht dann einmal durch den Kohlefilter hindurch. Dort wird zum Beispiel Chlor herausgefiltert und dann geht das Wasser weiter in den Feinfilter. Dort werden feinere Bestandteile mit rausgefiltert, Calcium wird rausgefiltert, kompletten Inhaltsstoffe aus dem Wasser. Deshalb ist es auch nachher wichtig, dass diese Stoffe, Salze, Mineralstoffe, alles wieder zugeführt werden. Das Wasser, was hier rauskommt, hatte bei mir eine Carbonathärte von 0 bis 1 und deshalb musste ich es nachher wieder auf 4 erhöhen. Mittlerweile benutze ich die Anlage aber nicht mehr, dadurch, dass wir eben extrem weiches Wasser hier haben und auch fast ohne Keimbelastung und alles. Deshalb braucht man sich da gar keine Sorgen machen. Wir haben auch fast kein Chlor im Wasser. Dann läuft das Wasser durch den Filter durch. Hier unten in den großen Filter. Da ist eine große Filtermatrize drin und wird dann hier oben durchgespült und kommt hier aus dem weißen Schlauch das frische Osmosewasser raus und aus dem kommt das Abwasser. Das gar kein Abwasser ist, das könnt ihr natürlich noch super zum Pflanzengießen benutzen oder andere Dinge, aber auf jeden Fall nicht wegkippen, das wäre zu schade. Hier die Wandhalterung war noch dabei und dann haben wir noch einen Schlüssel, um hier unten die Matrize aufzumachen, die man auch reinigen kann. Ja, ich habe die Osmoseanlage 3 Jahre lang benutzt, wie gesagt. Bin sehr zufrieden mit dem Produkt, also die Qualität ist auf jeden Fall gut. Die Austauschkartuschen sind auch bezahlbar und dafür, dass man die einmal im Jahr tauschen muss, geht es eigentlich noch relativ gut. Ich brauche sie jetzt nicht mehr, wie gesagt, wenn wir jetzt Wasser hätten, was sehr viel Kalk enthält, also sehr hartes Wasser haben, um Fische, die weicheres Wasser bevorzugen, halten zu können, sollte man auf jeden Fall eine Osmosenlage anschaffen, auch gerade zum Beispiel bei Discos. Und wir können die jetzt gleich nochmal anschließen, dann zeige ich euch nochmal, wie sie genau funktioniert. So, ich bin jetzt hier in meiner Waschküche, ich habe die Dichtungen da drauf gesetzt, drück mal eben da rein und dann wird das einfach an einen Wasserhahn angeschlossen, in dem Fall hier Kaltwasser. Es wäre natürlich besser, wenn man lauwarmes Wasser hat, dann ist die Effektivität, der Wirkungsgrad der Anlage besser. Wir haben hier ein, ich sag mal 10 Grad das Wasser ungefähr, ein Verhältnis von 1 zu 5, 1 zu 4 zu Frischwasser, zu Abwasser. Hier haben wir dann die Anlage hängen. Wie gesagt, wenn ich jetzt das Wasser aufdrehe, läuft das Wasser in die Anlage hinein. Man hört, wie es blubbert jetzt. Und jetzt läuft hier aus dem Blauen das Abwasser raus. Und aus dem Weißen kommt das Frischwasser. Wie gesagt, das Verhältnis ist je nach, oder der Wirkungsgrad ist je nach Temperatur unterschiedlich. Wir haben hier 1 zu 3 bis 1 zu 4 bei der Wassertemperatur. Es gibt auch Anlagen, die hochwertiger sind und die dann auch 1 zu 1 schaffen, aber das schafft diese Anlage leider nicht. Und hier oben haben wir einmal einen Spül,
Hebel. Der ist dafür da, dass die Filter länger halten. Damit die zwischendurch mal ausgespült werden, dann sagt man so 5 bis 10 Minuten durchspülen, obwohl ich das finde, dass es Wasserverschwendung ist von der Menge her. Deshalb reichen auch weniger. Jetzt, wie man sieht, kommt jetzt ein richtig starker Strahl raus. Und damit spült man die Anlage durch und das soll dann die Filter- und Kohlehaltbarkeit verlängern. Sollte man vor jedem Benutzen machen, denn die länger steht die Anlage, aber da bin ich immer anderer Meinung. Das reicht auch, wenn man es alle paar Monate mal macht. So, das war es jetzt wieder von mir und ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick in die Anlage geben, wie sie funktioniert und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.